Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier zum, so rum, ne? Jetzt seht ihr das Ding nicht mehr, das ist hier unten verbunden, keine Ahnung, wie war wo, tralala. Willkommen zurück zu einer neuen Runde hier zu, Pixelgrafik. Oh, was ist denn jetzt los? Hallo? Spiel, fang ich doch mal. Naja, egal. Wir starten durch, ich hoffe, die Pixelmatsche hier wird sich wohl ein bisschen fangen. Und wir sind ja hier, ah, stimmt, wir waren Hasenpfoten jagen, ne? Darum waren wir ja hier in der letzten Runde. Stimmt, es ist schon wieder der Tag vorbei. Wir wissen gar nicht mehr, warum wir hier waren. So, mal gucken, ob wir eine Hasenpfote jetzt noch haben. Ja, wäre natürlich so schön gewesen. Wir haben, glaube ich, zwei Hasenpfoten. Und bräuchten noch eine dritte. So wie ich das, so wie ich das mitbekommen habe, brauchen wir noch eine dritte Hasenpfote. Und wir haben sie noch nicht. Wäre schön gewesen, aber... Oh, Menno. Wir müssen wahrscheinlich 10.000 Hasen, bevor wir hier irgendwas machen, 10.000 Hasen umbringen. Das war kein Hase. Da hinten ist ein Fuchs. Oh, haben wir eigentlich sogar ein Reh oder sowas umgebracht. Na gut. Den Wolf kriegen wir auch so. Der kommt ja zu uns. Mann, ey, aber die Hasen sind jetzt echt weg. Die sind nicht mehr hier. Wow! Lieber Scholli aber auch. Meine Güte, der hat aber gewumst, ne? Wir sind nur verrückt geworden. Ein Eichhörnchen? Null. Wir finden echt keine Hasen mehr. Gut, das Ding kann ich eh ausmerzen. Das ist ja eh so ein... Wegen dem verlieren wir wahrscheinlich alle Hasen, ne? So kann ich es mal vorschlagen. So kann ich es wirklich mal sagen. Wegen dem verlieren wir alle Hasen. Könnte gut sein. Oder jagen die da unten auch noch Hasen? Warte mal kurz. Es sind bestimmt auch noch Leute, die Hasen jagen, ne? Mal kurz, die können wir ja befallen. Hirsch. Das spielt keine Rolle hier. Müssen wir echt irgendwo... Irgendwo gibt's ja... Müssen wir Hasen haben. Das ist auch kein Hase da oben, ne? Oh mein Gott. Haben wir alle Hasen umgebracht. Total quanti tutti frutti. Alle Hasen tot, ne? So geht's. Immer. Das kann doch nicht sein, dass wir alle Hasen umgebracht haben.
Oh mein Gott. Wo sind denn die? Gibt's bestimmt keine Klaue, nichts. Es gibt eine Hasenpfote, dann schnell mal auf. Wir haben jetzt 3 Hasenpfoten. Soweit ich mitbekommen habe, haben wir in dieser Runde hier in den 5 Minuten eine Hasenpfote erreicht. Und in der letzten Runde noch 2, ne? Soweit hätten wir eigentlich 3 Hasenpfoten und können das Ding hier abschließen, ne? Soweit ich mitbekommen habe. Dürfen wir das abschließen? Bom 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 bom. Opferalter von Zerilinga oder so ähnlich. So. Abgeschlossen. Die Welt, bitte sehr. Danke sehr. 1 und 1. Hier unten. Dann reisen wir hier und gehen zum Süden. Und, holen wir uns das Ding und dann der Rest wird ja so ein komisches Dingsbum sein. Da holen wir uns auch noch alles nieder. 1 und 1. Wo geht's hier lang? Okay, danke sehr. Ach, da unten. Okay. Bardun-Ausblick. 1900 Meter. Danke sehr. Hier unten. Zum Süden, 600 Meter. Dann holen wir uns unser Pferdchen. Oh, ging schnell. Ging eigentlich sehr schnell, ne? Verdächtig schnell, muss man wirklich sagen. Warum das gerade so schnell ging? Das wissen nur die Götter. Das wissen nur die Damen und Herren. Aus der Perspektive. Ich hoffe, dass wir hier auch einen Ausweg haben. Also zum Süden her hier, ne? Ich glaube, das ist der Ausgang. Wir waren ja schon mal, ist unser. Wir sind hier freundlich gesinnt. Wollte ich mal sagen. Vielleicht nicht mehr, aber wir waren es mal. Wir haben, glaube ich, da oben irgendeinen so Kollegen mal angefragt. Ich weiß es auch nicht mehr. Schon wieder zu lange her. Das geht aber fix mit dem Pferd, ne? 600 Meter ist, glaube ich, ein Zuckerschlecken für ein Pferdchen hier. Aber hat auch sehr viel Power, ne? Muss man mal schon sagen hier. Und hier. Ich würde schon sagen, hier irgendwas rennt uns an, aber nein. Und hier ist es bestimmt irgendwo ein Artefakt da oben. Dann mal hoch. Tut mir leid, aber es geht nun mal so. Eine Tonscherbe oder was? Danke sehr. Achso, genau, jetzt kriegen wir noch einen Haken ran, ne? Und dann hier nach unten. Und dann will ich mal schauen, was dann da so los ist. Beziehungsweise was denn da passiert. Wir haben ja nur noch ein einziges Rätsel, das wir packen müssen. Da unten ist er. Wir gehen runter. Und 200 Meter, das kriegen wir auch zu Fuß hin. Da brauchen wir jetzt kein Pferd oder so. Ist bestimmt der Baum da. Jo, der ist ja schon so komisch. Das ist ein ganzes spezielles Rätsel, ne? Der Baum flattert und flackert. Und auch der... Der hier, der Strauch. Oh.
Bex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Wir müssen die Dinger stabilisieren, damit wir rum... Oh mein Gott. Ich dachte schon, wir könnten das nicht, ne? Wir sind hier zu lame als Nicht-Assassine, aber... Stimmt eigentlich gar nicht, ne? Wir können genau das exakt gleiche. Ah, na klar, logisch. Jetzt muss ich hier wieder runter, dann das hier nehmen und hier hin. Und dann kann ich wahrscheinlich von hier hoch, genau. So, aber das ist wirklich irgendwie speziell, ne? Als Dame der Zukunft hier rumzuhängen. Vielleicht so? Weil hier ist ja geblockt. Ja, müsste funktionieren. Weil wir jetzt zwei auf einen Streich haben. Vielleicht den rechten da wiederverwenden können. Vielleicht liege ich auch total falsch, ne? Ja, ich liege falsch. Wäre schön gewesen. Aber das funktioniert so nicht, wie ich es gedacht hätte. Auch egal. Was es mit dem hier auf sich hat? Können wir höchstens das steuern, aber... Das ist irgendwie nicht ganz 100, ne? Weil mit dem können wir jetzt. Ach so. Ah, der muss wahrscheinlich noch bedient werden, ne? Der hat keine Energie von sich selbst, so weit ich das sehen kann. Dachte ich es mir. Irgendwas hat sie schon auf sich. Mit dem Ding. Oh oh. Wach auf, Liebster, wach auf. Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Und... Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Speziell, ne? Oder sind wir ja gefangen, ne? Das geht ja irgendwie auch nicht.
Wir müssen ja. Können wir den da hinten noch mal kurz? Hm. Okay. Das geht schon mal nicht. Und von hier aus geht auch nicht. Dachte ich mir schon. Wir kommen nur von der einen Seite rüber. Aber wie? Ja, ich bin doch doof. Ich bin wirklich so doof. Muss nicht zuerst das andere, muss zuerst den hier umlenken, dann kann man dann... Ja, toll. Ja, ich bin doof. Entschuldigung. So, und jetzt können wir hier rüber und dann... den anderen verändern und dann rüber schippern. So wird's gemacht, Freunde. Ja, man muss auch irgendwann mal ein bisschen denken. Und das sind solche Anomalien, die gibt es wahrscheinlich ein oder zwei Mal pro Gebiet, nehme ich mal an, ne? Und die werden wahrscheinlich immer schwieriger. So wie ich es mir vorstellen könnte. Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich sehe es. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Hab sie. Das ist ein Feature, ne? Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Haben sie recht, Mademoiselle. Animus-Anomalie. Oho. Na, sieh mal eine an. Die Anomalie haben wir auch abgeschlossen. Und somit eigentlich alles hier in dem Gebiet. Cool. Ja, und jetzt geht's ran die anderen. Nee, Spaß, das wäre jetzt... Doch, eigentlich könnte man das schon... Und hier auch noch. Uiuiuiui. Jetzt haben wir auch schon... Level, gefühlt schlagen mich tot, ne? 114 ist dann gleich. Mal das hier, nee, das hier oben. So. 114. Und dann geht's jetzt an diese zwei und dann gönnen wir das hier oben noch. Uiuiuiui. Ja, mal schauen, ne? Wo machen wir das hier? Ah, Rabenbeute. Okay, war schon klug. Aufzuheben, naja. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, ne? Wenn wir hier Zeit haben, wieder mit unserer guten Dame Trost Dinge zu erledigen. Wir sehen uns. Bis dann. Viel Spaß.